Oder uns bleibt nichts anderes übrig. Egal, ich lade nochmal neu. Weil ich jetzt schon den Trank eingenommen habe. Was nicht gerade sinnvoll ist. So, den hier, genau. Okay, aber da würde ich sagen, unterbreche ich mal die Aufnahme. Ich werde mich mal erkundigen, was ich wegen den ganzen Abstürzen machen kann. Vielleicht ist das ja ein bekanntes Problem. Auch wenn ich nicht darauf wetten würde. Ansonsten würde ich sagen, nach dem Schnitt machen wir einfach weiter. Bis dann. Weiter geht es. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit eine kleine Modifikation installiert, die verhindern sollte, dass The Witcher abstürzt. Ich kann nichts versprechen, aber die deutsche Version scheint im ersten Akt, in dem wir uns gerade befinden, ein Problem zu haben mit den Umlauten, also Ä, Ö und Ü und wahrscheinlich auch scharf S, weil die eben im Englischen nicht existieren. Und deswegen soll es anscheinend zu diesen Abstürzen kommen, wenn das Spiel automatisch speichert, beziehungsweise auch generell beim Speichern. Wir werden sehen. Es gibt auch noch ein paar andere Lösungsvorschläge. Die werde ich dann im Notfall in Betracht ziehen. Wir müssen, wenn ich mich nicht irre, einen Ort aufsuchen. Ich glaube, ich muss das Journal öffnen. Journal. Kairan. Finde Schattenbeinwurz oder kämpfe mit Sheela gegen den Kairan. Also das war etwas, nun ja, verwirrend beschrieben, möchte ich sagen. Etwas umständlich, denn wir müssen anscheinend zu Sheela, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn wir mal auf die Karte sehen. Genau, dann wird uns hier ein Ausrufezeichen angezeigt. Kairan. Wir müssen uns anscheinend mit der anderen Hexe zusammentun, um den Kairan zu erlegen. Den Trank haben wir ja. Wie gesagt, das ist etwas missverständlich beschrieben. Ah. Aber sehr interessant hier auch mit dem dynamischen Wetter. Gut, aber wir bewegen uns in die falsche Richtung. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin hier oben. Okay. Wir müssen uns in diese Richtung hier bewegen. Ich bekomme das noch hin, Leute. Ich weiß, ich lasse mir mal wieder sehr viel Zeit. Genau, wir können einfach diesen Weg hier nehmen. Guten Tag. Schläft er wieder? Ich glaube. Ach ja, der schläft mit halb offenen Augen. Meinetwegen. Okay. Ja, der neue Abschnitt wird geladen. Eigentlich relativ elegant gelöst mit den Türen. Also man hat ja das Gefühl, dass man hier eine sehr offene Welt hat. Aber wenn wir diese Türen hier durchtreten, wird wahrscheinlich der neue Abschnitt erst geladen. Mhm. Okay, Flotsamer Markt. Wir müssen. War sie hier oben? Ich glaube, in der Bar war sie nicht. Wir sehen mal nach oben. Guten Tag. Hi. Wir sehen mal rein. Okay. Ich sehe sie hier, aber. Okay. Also, schöner Dialog. Wir müssen wahrscheinlich doch nach unten. Nehme ich an. Hier ist aber noch eine Tür. Aha. Das sieht doch ganz interessant aus. Also, sie ist hier nicht. Sheela gegen den Kairan. Achso, hier ist sie. Okay. Ich meine, das wirkt doch schon mal sehr heimisch hier, wie sie sich eingerichtet hat. Hexe, ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein, aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie. Was immer es ist. Ja, wir wollen ja hier dem Wesen kein falsches Geschlecht zuweisen. Das wäre ja fatal. Schließt du mit dem Kommandanten ein Geschäft ab? Was ist das für eine Vorrichtung? Ich wüsste gerne etwas mehr über dich. Das ist eine magische Bestie. Achso, das sollte hier auffallen. Also wir haben jetzt statt den
Umlauten, wo war es genau hier? Also hier steht jetzt eben UIBER statt über, weil diese Umlaute eben für die Abstürze anscheinend sorgen. Wie gesagt, ich kann hier nichts versprechen. Ich hoffe einfach mal, dass sich die Abstürze jetzt in Grenzen halten werden. Ich habe nicht erwartet, dich bei Loredo zu treffen. Solltest du aber. Ich wusste, dass du dort auftauchen wirst. Der Kommandant ist krankhaft auf seine Faktorei eifersüchtig. Früher oder später wird jeder von ihm zur Rede gestellt. Was wollte er von dir? Privatsache. Geht dich nichts an. Wir sind kein Team, Geralt. Wir werden nur zusammen den Kairan töten. Das ist alles. Na schön, wenn du das sagst. Was ist denn das? Sieht ja beeindruckend aus. Ein Megaskop. Und wozu dient es? Zu vielen komplizierten magischen Operationen. Unter anderem dazu, sich mit anderen Zauberinnen in Verbindung zu setzen. Ja, dann tratscht sie bestimmt immer mit Triss über den armen Geralt. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. So, meinst du? Schön, dann frag, was du willst. Na schön. Kennst du Triss gut? Nimmst du öfters Hexeraufträge an? Manchmal. Je nachdem, ob es sich lohnt. Magst du keine Konkurrenz? Ja, das ist mir einerlei. Ja, dich mag ich schon. Also Geralt, ich mag keine Laien. Solange die Nachfrage das Angebot übersteigt, kümmert mich das nicht. Recht so. Na schön. Ich hätte sie ja gerne noch über Triss gefragt. Was ist denn das? Vorrichtung. Triss sagt, der Kairan sei durch Magie entstanden. Da hat sie recht. Er ist zu riesig, um in diesen Gewässern zu leben. Vielleicht das Resultat eines missglückten Experiments. Er wächst blitzschnell und altert vermutlich genauso rasch. Und wird in einigen Jahren sterben, aber das dauert wohl noch zu lange. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und? Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denk nicht dran. Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht. Ich habe geraten. Ach ja. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Also, das will ich hoffen. Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter, ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Na schön. Besiege den Kairan in seinem Lager. Ich bin sehr gespannt, wir haben... Wenn ich mal unser Inventar überprüfe. Wir haben noch eine Falle dabei. Wir haben 2 Bomben. Manguste, genau, der Trank, der wird noch sehr wichtig. Tanzender Stern haben wir noch. Schattenbeinwurz. Neckerkrallen. Ich würde mir ja eventuell gerne noch ein paar Fallen basteln, falls wir genug Zutaten haben. Fischernetz, Gerumpel. Ich sehe nochmal durch unser Inventar. Wobei wir hier wahrscheinlich auch nach Fallen sortieren können. Trophäen, Bomben, Fallen. Was ist das hier? Fügt Schaden hinzu und verursacht Bluten. Ach, das ist einfach eine klassische Falle. Kann ich die hier auch oben anwenden? Sehr schön. Das sind sogar 7 Stück. Na schön. Und wenn ich jetzt mal meditiere. Genau. Dann gehen wir auf Alchemie. Ich glaube, Fallen können wir nur bei bestimmten Personen herstellen lassen, also bei Handwerkern wahrscheinlich. Davon gehe ich mal aus. Wir haben ja hier Alchemie, Tränke, Zeitabwart und Charakter. Sollte ich jetzt schon den Trank einnehmen? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Besiege den Kairan. Hier ist das Wrack. Müssen wir sie nochmal ansprechen, wenn wir bereit sind, wahrscheinlich. Ich sollte den Trank einnehmen. Und danach sollten wir sie ansprechen.
Wir haben Katze Kiebitz. Krähe, Irrt Schwertschaden, Manguste und Schwalbe, Irrt Vitalitätsregeneration, Wirkungsdauer, Toxizität. Okay, wir nehmen mal die Manguste ein. Achso, kann ich ja hier reinziehen, genau. Und vielleicht nochmal Schwalbe. Das dürfte noch soweit im grünen Bereich sein. Okay. Nehmen wir ein. Trankwirkung. Okay. Und nun verlassen. Genau. Dann noch einmal auf das Inventar wechseln. Wir haben noch ein paar Öle, nehme ich an. Sind das die Aufwertungen? Ja. Öl bewirkt Vergiftung des Gegners. Erhöht Maximalschaden des Schwerts. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Verstärkt Blutung. Erhöht Schaden gegen Insektoide. Schaden gegen Menschen. Naja. Also ein paar Öle oder Gifte haben wir durchaus. Spinnengift. Ich meine, vergiften wäre vielleicht nicht optimal bei diesem Gegner. Maximalschaden. Auf dem Silberschwert. Okay. Machen wir mal. Genau. Falkas Blut. Bluten plus 5. Gut, dann sehen wir mal. Ich kann nichts versprechen. Wir sprechen mit ihr. So, ist das schon das Richtige? Ich glaube ja. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn ins Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Ich hoffe mal, wir haben die Tränke nicht zu früh eingenommen. Wo können wir denn nach unten gehen? Das ist jetzt die gute Frage. Sie wartet hier und wir sollen nach unten. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, Huch. Er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Das glaube ich dir. Und wie kommen wir nach unten? Sehen wir mal nach. Und zwar sind wir... Soll ich jetzt diesen ganzen Weg hier entlang gehen? Ist doch hier erst angekommen. Besiege den Kairan in seinem Lager. Okay. Kommen wir hier runter? Aha. Okay. Wir haben eventuell die Tränke zu früh eingenommen. Ich glaube, die Öle wirken nur sehr kurz. In The Witcher 1 haben die wesentlich länger gewirkt. Da kommen wir nicht runter. Ich beeil mich mal. Hurtig, Geralt, hurtig. Springen. Sehr schön. Okay. Ich weiß, wir haben hier wieder mannigfaltige Kräuter, die ich mal beiseite lassen werde. Okay, hier haben wir das Wrack. Sonst sind wir wohl auf dem richtigen Weg. Der Nebel legt sich. So, viel dazu. Hohoho, okay. Hier müssen wir wohl ausweichen. Ich weiß noch nicht genau, was hier die beste Strategie ist. Und warum mich das getroffen hat. Achso, ich muss drücken. Okay. Beeilung, Beeilung, beweg dich. Kollege, beweg dich. Okay, Erden. Sehr schön, wir erhalten Hinweise. Hier. Ich glaube, das war die Bodenfalle, nicht wahr? Ich muss mich mal kurz bewegen. Achso, ja. Ja, ist ja gut. Ich bin dabei.
Okay. Hat das nicht gesessen? Das ist doch genau hier. Okay, Moment. Okay. Muss ich wieder klicken? Ich bin mal sehr gespannt. Okay. Ich bin ja dabei. Das hat mich voll erwischt. Ich meine, ja, toll. Danke, Geralt. Es ist doch das Irden. Ja, funktioniert auf jeden Fall schon mal toll, wie ihr seht. Muss ich näher dran? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Hat die das jetzt aber erwischt? Ich glaube, das hat funktioniert. Also, ich weiß, wir sind gestorben. Ich glaube, ich muss die Falle, also das Irden, weiter vorne einsetzen. Keine Sorge, er hat direkt davor gespeichert. Okay. Und dann müssen wir wahrscheinlich die Tentakel angreifen. Das können wir einmal überspringen. So. Irden. Hoho. Okay, Freund. Einmal hier. Das war... ja, toll. Ich weiß nicht, warum ich das immer erwischt. Okay, wir sind frei, wir sind frei. Geralt! Ja, ich bin dabei. Jetzt! Jetzt! Greif an! Das hat gesessen, Freundchen. Hohoho. Ich meine, diese Monstrosität tut mir ja irgendwie leid. Diese Abscheulichkeit, möchte ich sagen. Ich weiß, ich bin sehr einfühlsam. Oh nein. Ich glaube, jetzt eskaliert es. Gut. Ich sollte mal... oh Gott. Ich lasse mir hier zu viel Zeit. Ja. Komm schon. Jetzt hat er mich mit dem Schleim aber nicht erwischt. Hier, hier, hier. Vielleicht bin ich zu weit vorne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nochmal. Aber interessant, dass wir hier quasi gezwungenermaßen die Magie einsetzen müssen. Oh Gott. Los, 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 los. Beeilung, Beeilung. Jetzt. Sehr schön. Okay. Ich passe hier generell auf. Ich habe Angst. Okay, das Problem ist, wenn er mich mit seinen Tentakeln erwischt, dann bin ich platt. Also wortwörtlich. Okay. Zur Seite. Okay, das war sehr ungünstig gelegt. Ich konzentriere mich mal etwas auf den Kampf. Okay. Kann er hier vielleicht mal mit den Tentakeln draufschlagen? Auf diesen Punkt. Schade. Er hat aber noch drei... oder sind das mehr? Nee, es sind noch mehr. Ich weiß aber auch nicht, ob wir hier jeden Tentakel abschlagen müssen. Das sieht schon echt widerlich aus. Entschuldigung. Ich meine, ich möchte ja nicht oberflächlich sein, aber... nun ja. Okay, ich gehe mal auf die Seite hier. Ich weiß nicht, ob wir jeden Tentakel hier einzeln abschlagen können. Ja, ich bin übrigens gerade wieder im Schleim. Zur Seite! Geralt! Bewegung! Oh Gott. Halleluja. Also die beiden Tentakel hier, die können wir sicherlich noch abschneiden. Das war nicht die beste Idee. Los, 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 los. Drück, drück, drück. Oh Gott. Okay. Das hat nochmal funktioniert. Schade. Ich dachte... ach, den können wir aber auch nicht bekommen anscheinend. So. Falle, Falle, Falle. Das hat gesessen. Okay. Und Geralt, der Monsterjäger, ist am Start. Sehr schön. Wir haben übrigens auch wieder volles Leben. Ich glaube, sie hilft uns. Aber das Vieh eskaliert. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele... wow. Ich habe nochmal rechtzeitig gedrückt, glaube ich. Ein paar Quicktime-Events.
Oh ne. Okay. Aber es ist schon mal sehr beeindruckend inszeniert, das kann man sagen. Okay, welcher Tentakel ist als nächstes dran? Ich sehe hier links noch einen. Ich glaube, den müssen wir uns als nächstes vorknöpfen. Ja. Heilige. Na los. Oh, das war knapp. Der Kleine, der Kleine, der Kleine. Jawohl, erwischt. Und los. Geralt, Geralt, schlägt die Tentakel ab. Und das war's mit dir. Jetzt ist die Frage. Was machen wir als nächstes? Fehlt noch einer. Ich glaube, wir haben alle Tentakel erwischt. Bis auf die beiden. Und jetzt eskaliert das Vieh. Oh, wir wurden erwischt. Aufstehen. Geralt. Ha. Ich hab gerade noch mal rechtzeitig gedrückt. Okay, ich halte gerade Ausschau. Was machen wir denn nun? Ich sehe den Karan im Lager, ja. Okay, sie hilft uns zumindest. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich halte gerade Ausschau nach genau dem. Genau dem. Einem Quicktime-Event. Draufbleiben, draufbleiben. Na los, Geralt. Schnapp ihn dir. Sieh sich das mal einer an. Oh, Leertaste. Sieh mal einer an. Die Brücke. Au. Wäre ich mal ausgewichen. Okay, ich glaube, wir können ihm jetzt den Gnadenstoß geben. Hoffe ich. Bin mir nicht sicher. Aua. Ich sollte vielleicht einen Moment warten. Und ausweichen und nicht sterben. Bitte. Kann ich vielleicht hier bleiben erstmal. Einen Moment regenerieren. Das wäre ganz gut. Ich habe... Also zwei meiner Tränke wirken noch. Ich hätte ja gerne Regenerationstränke. Wie in Witcher 1. Ich warte noch mal einen Moment, um mein Leben zu regenerieren. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, einfach Igni hier anwenden scheint ja nicht zu funktionieren. Das war eine ausgezeichnete Idee von mir. Wir müssen hier kurz warten. Ich möchte ungern sterben. Ich habe ja noch eine Bombe. Beziehungsweise noch weitere Fallen. Also an diesem Tentakel hier kommen wir wohl nicht vorbei. Ich habe ja das Gefühl, wir müssen näher an das Vieh dran. Und können ihm den letzten Stoß geben. Aber solange er hier mit seinen komischen Tentakel nach mir wirft. Ja, wer hätte gedacht, dass ich hier nicht meditieren kann? Ich sehe mal unser Inventar. Waffe, Distanzwaffen. Achso, wir haben die Messer. Aufwertungen, Tränke, die wir aber hier nicht nehmen können. Und wie gesagt, ich hätte gerne einen einfachen Regenerationstrank. Ich traue mich gerade nicht wirklich, mich hier wegzubewegen. Moment, der Punkt leitet mich aber auch hier nach links. Wenn ihr oben rechts auf der Karte guckt. Na, so viel dazu. Sollen wir in die Richtung hier? Ich traue mich gerade nicht, weil der regelmäßig nach mir wirft. Ich warte noch mal einen Moment. Unser Leben regenerieren. Ich weiß, sehr spannend, aber... Mein Leben ist mir doch wichtig. Freundchen. Muss ich hier lang? Wahrscheinlich. Verdammt doch mal. Heilige. Tja, und jetzt? Da ist noch so ein Stumpf. Ich habe Angst, ich will jetzt nicht sterben. Aber ich glaube, wir müssen wirklich hier nach oben lang gehen. Oh, nö. Seht ihr, genau deswegen. Wenn er mich einmal mit einem verdammten Felsen trifft, dann sterbe ich. Steck mal das Schwert weg. Das ist aber echt schade, dass wir hier nicht meditieren können. Ich meine, hier erwischt er uns ja eigentlich nicht. Okay, wir haben Bomben dabei und Fallen. Boah, das ist echt ärgerlich. Ihr seht ja, wie langsam ich Leben regeneriere. Und Lebensmittel haben wir ja auch keine. Ich weiß nicht mal, ob es die hier in The Witcher 2 gibt. Also in The Witcher 1 konnten wir auch einfach ein paar Lebensmittel einwerfen. Ja, ich weiß, sehr spannend, ne? Aber ihr wisst genau, was passiert. Wenn ich jetzt mich nach vorne bewege, dann krepiere ich.
meine hier rechts. Was kann ich denn hier rechts machen? Wahrscheinlich auch nichts. Ich weiß nur, dass ich sterbe. Wenn ich jetzt mit einem Felsen getroffen werde, dann sterbe ich. Ach du Heiliger. Das könnt ihr vergessen. Okay. Mal wieder aus der Fähre gerollt. Das kann ich gut. Ich habe Angst. Was machen wir denn jetzt? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, der setzt mich wieder. Wenn ich jetzt sterbe, setzt er mich definitiv vor dem Kampf ab. Ich kenne nämlich das Speichersystem hier. Du kannst das Spiel jetzt nicht speichern. Er lässt mich echt nicht speichern. Schweine. Kann ich hier speichern? Nö. Läuft. Okay. Ach, da hinten ist auch so eine Flosse, glaube ich. Ist schon echt wunderschön, muss man sagen. Also wie gesagt, diese Tentakel hier wehrt mich ab, aber ich glaube, wir müssen wirklich hier nach oben entlang gehen. Habe ich das echt überlebt? Nee, habe ich nicht überlebt. Okay, wo landen wir jetzt? Also schön, dass ich gestorben bin, aber das... Ja. Ich muss jetzt definitiv wieder den ganzen Kampf machen. Ich bin mir ziemlich sicher. Und? Jawohl, wir müssen den ganzen Kampf machen. Sehr fair. Okay, meinetwegen. Benutzt das Irden. Bei allen Göttern. Bäh. Ja, ich hab's kapiert. Ich meine, der hat mich ja nicht mal getroffen, aber gut. Okay. Ja, ja, immer schön ruhig bleiben. Ja. So, jetzt, Kollege. Okay, dann machen wir das mal. Ich meine, prinzipiell ist das schon mal ein spaßiger Kampf hier. Okay, den haben wir. Ja, wer hätte damit gerechnet, dass er jetzt wütend ist? Das war knapp. Wow, wow. Okay, die Brücke lockert sich. Ich weiß, den Spaß habt ihr eben schon mal erlebt. Ich beeile mich. Und das hat gesessen. Nun gut. Aber sehr nett, dass wir hier die Fähigkeiten quasi als Mechanik im Bosskampf benutzen müssen. Tja, wer hätte damit gerechnet? Natürlich. So, ein Schwein. Okay. Ich warte nur auf die Quicktime-Events. Zur Seite, zur Seite, zur Seite. Achtung. Und Irden. Vielleicht etwas zu weit hinten. Au. Okay, zumindest meine Tränke wirken noch. Okay. Los, los. Los, 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 los. Beilung. Spute dich, Geralt, spute dich. Gut, den hätten wir. Ich glaube, dann fehlt noch einer. Okay. Ich habe etwas Sorge vor den Quicktime-Events. Da hatten wir nochmal Glück. Kommt die jetzt? Ja. Achso, war das schon der letzte? Ich habe mich eben schon gewundert. Okay. Oh, Leertaste. Ach so, okay. Ich dachte, wir müssen noch mehr abschneiden. Ja, das ging ja schnell. Aber ich habe das Gefühl, die schlagen mich doch hier direkt runter. Und hier komme ich nicht wirklich weit. Toll. Au. Kollege. Hilf mir mal weiter. Ja, das kann man mal machen. Danke. Ja, ja. Oh. Ach so. Ja. Tja, ihr wisst es ja. Cool guys don't look at explosions. Ich glaube, das hat gesessen. Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Das war aber merkwürdig. Wir mussten uns quasi nur noch
nun ja ihm nähern und wahrscheinlich eine Bombe einsetzen. Mir ist nichts geschehen. Ich habe viel Kraft verbraucht. Wenn ich dir noch hätte helfen müssen. Ich kann mir selbst helfen. Eine Zauberin ist besorgt um mich. Soll ich mich da fürchten? Ja, ja. Alle Hexer mimen den harten Kerl. Natürlich. Was ist mit dem Kairan? Ich hätte nicht gedacht, dass er so enorm ist. Triss hatte recht. Das ist eine Mutation. Herbeigeführt durch Magie. Dann an die Arbeit. Ich nehme nur die besseren Komponenten mit. Nicht schön, dass so viel verschwendet wird. Schade um die Zeit. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange.